Hallo, ich habe mal wieder ein Bild, das ich bei Quiztime auf Twitter gefunden habe, was einen interessanten Rechercheaspekt bietet. Nämlich hier sehen wir eine große Statue und im Hintergrund den Schriftzug Everymar. Und da fehlt noch irgendwas, könnte vielleicht Everyman heißen. Wenn wir jetzt also eine Google-Suche nach Everyman machen, dann finden wir hier die Everyman Group. Und wenn wir die Buchstaben so anschauen, das schaut schon sehr verdächtig nach diesen Buchstaben aus. Also haben wir wohl schon mal was gefunden. Und wenn wir dann auf die Webseite gehen, dann können wir uns hier schauen, wo gibt es denn diese Everyman Kinokette und sehen, das ist eigentlich eine überschaubare Menge an Orten. Weil ich das Ergebnis schon kenne, mache ich das Ganze jetzt natürlich ein bisschen kürzer, weil es gibt dann eben die Webseite TripAdvisor. Da kann ich auch nach den Everyman Cinemas suchen und ich kann auch das Everyman Cinema in Glasgow finden. Und das Interessante dabei ist, dass wenn ich jetzt hier ein bisschen runter scrolle, ich die besten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung finden kann. Und überraschenderweise haben wir hier ein Bild dieser Statue. Hier mit Maske. Findet man noch ein schöneres irgendwie? Sind die alle oben abgeschnitten? Okay. Na, will nicht mehr. Doch, jetzt. Alle Fotos. Aber anhand von diesem Bild hier. Ah ja, da ist es doch komplett. Das war nur in der Vorschau abgeschnitten. Wenn wir jetzt die beiden Bilder miteinander vergleichen, dann schaut das schon sehr passend aus. Also wenn ihr auf einem Bild Statuen oder andere Sehenswürdigkeiten habt, können natürlich auch solche Webseiten wie TripAdvisor eine hervorragende Informationsquelle sein. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder Street View anwerfen und nochmal sich das Ganze konkret anschauen, aber das habe ich ja schon in so vielen Videos gemacht. Ich würde denken, das reicht jetzt. Macht's gut. Ciao, ciao.